Beim Traditionsderby zwischen der Spielvereinigung Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg. Die Hütte war voll mit 35.000 Zuschauern, Regionalliga-Rekord. Und wir haben den überragenden Mann dieser Partie eingeladen. Von der Spielvereinigung Greuther Fürth begrüße ich Jochen Weigel. Beginnen aber wollen wir mit der deutschen Fußballnationalmannschaft. Nein, also zu der Zeit, wo ich in Plattling war oder in Fessenbergskreuth, ist 60 Grad aufgestiegen und ich habe leider nicht die Ehre gehabt, gegen 60 zu spielen. 60, ein toller Verein, zieht immer viel Zuschauer, genauso wie der 1. FC Nürnberg. Und damit sind wir eigentlich schon beim Thema, beim fränkischen Traditionsderby zwischen der Spielvereinigung Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg. 35.000 Fans waren im Nürnberger Frankenstadion. Ein würdiger Rahmen also für dieses Derby und Bernd Schmelzer, ein würdiger Rahmen auch für andere Dinge. Es gab Menschen, die hatten an diesem Samstag überraschenderweise nicht nur ein Herz für das Derby. Andere wiederum scharten bereits zwar im Vorfeld ihre Freunde um sich, verloren allerdings nie den Blick für das Wesentliche. Der Derby-Countdown. 2:0 und das nächste Spiel ist gleich wieder ein sehr wichtiges und dann geht es weiter. Die Niederlage bringt uns jetzt nicht um. Wir müssen schauen, dass wir am Samstag gleich gegen Ulm wieder gewinnen. Und unser Ziel ist Aufstieg und das machen wir auch und das behalten wir auch und das werden wir auch schaffen. Man muss die Niederlage wegstecken und darf sich durch eine Niederlage nicht umwerfen lassen. Und dennoch geknickt waren sie, die Clubprofis, auch noch 24 Stunden nach der Schlappe. Natürlich sind wir alle enttäuscht. Wie gesagt, gegen Fürth ist immer bitter. Die Fans sind hinterher enttäuscht gewesen, aber es hilft nichts, es geht weiter. Wir sind nach wie vor auf dem Aufstiegsplatz und da wollen wir bleiben. Die Konkurrenz dagegen feierte ausgelassen. Sich selbst, den Trainer, die Mannschaft, den Sieg, vor allem aber die rechte Seite. Ich denke aber, der Name Weigel ist heute sehr entscheidend. Weigel war für mich der alles überragende Mann am Platz heute. Und ich meine, wenn man gewinnt, redet man sich leichter. Letztes Mal war es umgekehrt. Lotte hat ein gutes Spiel gemacht, Weigel weniger. Diesmal hat man vom anderen gar nichts gesehen. Schon nach 5 Minuten wurde deutlich, welches Duell das Spiel entscheiden könnte. Weigel gegen Schimonitz. Ein Foul. Ein Freistoß, das Tor. Ausgerechnet der Ex-Klubberer Frank Thür brachte seine ehemalige Mannschaft ins Hintertreffen, dem eigenen Team aber Selbstsicherheit und Ruhe. 45 Minuten lang war die Spielvereinigung nun das Maß aller Dinge. Meine Mannschaft hat vor allen Dingen in der ersten Halbzeit einen hervorragenden Fußball gespielt, waren unheimlich kombinationssicher, waren sehr schnell im Konter. Und so wie wir die erste Halbzeit gespielt haben, viel besser kann man in der Regionalliga sicher nicht spielen. Fees Fohlenkonter erinnerten dabei an beste Gladbacher Zeiten. In Vollendung vorgetragen zumeist über rechts, weil Schimonetz als Bewacher von Weigel seine läuferischen Fähigkeiten wohl überschätzte. Weigel wiederum hatte gegen den verletzungsbedingt arg dezimierten Abwehrverbund des Clubs so leichtes Spiel. Bei Dortmund, da spricht jeder, weil das halt publik ist in der ersten Liga. Aber wir haben ganz große Probleme, weil sich alles auf einen Teilbereich der Mannschaft konzentriert, und das ist eben die Abwehr. Doch auch im Angriff mussten zunächst andere aushelfen. Erst Wiesinger und später Baumann. Doch weil ein Unglück ja selten alleine kommt, verletzte sich der Libero auch noch
kurz vor der Pause an den Bändern. Damit der fünfte Defensivspieler erstmal nicht zur Verfügung steht. Es ist schon etwas bitter, wenn man so fast handlungsunfähig ist, aber wir jammern nicht und klagen nicht und rufen nicht nach Spielern, die wir sowieso nicht haben, sondern wir schauen, dass wir wieder zurechtkommen und ich hoffe, dass wir aus diesem Spiel die Lehren ziehen. Als da wären, erstens, eine kurzfristige Unordnung beim Gegner muss genauso ausgenutzt werden wie von Golubica beim 1:1. Zweitens, vor dem Tor Ruhe bewahren, wenn es sein muss, Bierruhe, gerade zur Oktoberfestzeit. Drittens, die Drei-Stürmer-Taktik des Trainers ist immer richtig. Und viertens, in einem auf der Kippe stehenden Derby genügt ein Tor zum Sieg nicht. Es muss ein zweites her. Zu dem Zeitpunkt waren die Kräuter sehr durcheinander, weil wir mit drei Spitzen in der zweiten Halbzeit begonnen haben. Und das war mit Sicherheit auch spielentscheidend, dass ich das Tor nicht gemacht habe. Wer diese Lehren nicht befolgt, wird wohl auch künftig von der Spielvereinigung überrollt, im ICE-Tempo quasi. Angeführt von den überragenden Jochen Weigl und Janosch Radocki. Wir haben auch nach dem 1:1, würde ich sagen, die Sicherheit behalten. Es war ja nicht so, dass wir dann total durcheinander waren, sondern wir haben da ruhig weitergespielt. Und da muss ich sagen, Hut ab vor der ganzen Truppe, wie sie dann das noch das 2:1 und das 3:1 gemacht hat. Also ich muss sagen, Tabellenführer war ich noch nicht oft. Ich bin meistens immer abgestiegen mit den Vereinen, wo ich war. Und das ist natürlich schon was ganz Besonderes. Und dennoch, sie mögen auch die Ruhe nach dem Derby. Jochen Weigl und Freundin Anja. Ein Herz und eine Seele, die zwei. Doch irgendwie lässt das Derby sie nie in Ruhe. Hallo, ich kriege einen 1:0 hier, bitte. Einmal weiter. Einen roten Teufelschreck? Auch nicht. Aber die Derby-Mischung haben Sie sicher da. War bene, bring's. Danke. Die Derby-Mischung. Jochen, kann man denn sagen, dass der erste FC Nürnberg mittlerweile euer Lieblingsgegner ist? Ja, wenn man die letzten zwei Ergebnisse sieht, ist es schon langsam unser Lieblingsgegner. Kann man denn auch sagen, dass das Frankenstadion euch mittlerweile lieber ist als der Fürther Rohnhof? Also wenn ich das sage, glaube ich, dann sind uns unsere Fürther Fans ein bisschen beleidigt. Also ich bleibe beim Rohnhof, ja. Andererseits ist es sehr schön wahrscheinlich auch für Sie, vor 35.000 Leuten zu spielen in der Regionalliga. Das ist das absolute Rekord, hat es noch nie gegeben. Also es ist natürlich schon eine ganz andere Stimmung und wahrscheinlich auch eine ganz andere Motivation dann für euch. Ja, also vor 35.000 zu spielen, das war schon also, so berauschend. Das ist einfach super. Mhm. Andererseits spielen sich ziemlich komische Dinge ab, wenn ihr im Frankenstadion spielt. Zum Beispiel seid ihr da immer in der Kabine des Gastgebers. Da gibt es aber kein Schild, Spielvereinigung Greuther Fürth. Da steht dann Deutschland drauf, ist ja schon was. Ja. Und der Club, der wird aus seiner Kabine verbannt und zieht sich in der Gästekabine um. Ich meine, ist da so ein bisschen Psychologie schon dabei dann? Mit Halbprofis, habt wesentlich weniger Geld. Der erste FC Nürnberg hat einen wesentlich höheren Etat, hat lauter Vollprofis beschäftigt. Wie gibt's das eigentlich? Ja, so wie bei so einem Derby, es sind immer eigene Gesetze irgendwo. Und am Samstag hat man es gesehen. Also kämpferisch haben wir sicherlich gleichwertig, wenn nicht
besser gewesen und ich glaube, der Sieg war sicherlich verdient. Und für die Zuschauer war es auch ein sehr schönes Spiel und ich hoffe, die kommen am gegen Karlsruhe im Pokal auch wieder. Besonders stark bei dieser Partie war die rechte Seite mit Markus Lotter und Ihnen. Kann man denn sagen, ihr seid so das Traumpärchen der Spielvereinigung? Ja, schon langsam entwickelt sich so in die Richtung. Ja. Und wir verstehen uns auch so gut und ich hoffe, es bleibt so. Und einmal ich, einmal der Markus und dann läuft es schon so. Was natürlich aufgefallen ist, ist Ihre enorme Schnelligkeit. Sie haben dem Gegenspieler, dem Schimonetz, glaube ich, auf 20 Metern 7 abgenommen. Ist das eine Grundschnelligkeit? Kann man sowas trainieren? Wissen Sie, was Sie auf 100 Meter beispielsweise laufen? Nein, das weiß ich nicht. Also da haben mich schon einige gefragt. Also das letzte Mal, wo ich 100 Meter gelaufen bin, das war vor 7, 8 Jahren in der Schule. Aber ich weiß nicht, ich denke mal, das hat man immer schon irgendwo drin. Also trainieren, glaube ich, kann man das nicht so. Und ich hoffe, das bleibt länger nur so. Ich habe mich natürlich gestern länger mit Ihrem Trainer unterhalten, dem Armin Fee. Der hat gesagt, also der Jochen, der spielt eigentlich 1, 2 Klassen zu tief. Ist die erste Fußball-Bundesliga Ihr Ziel? Auch das, glaube ich, ist für jeden Spieler das Ziel, dass er mal Profifußball spielt. Aber ich bin jetzt auch schon 25 Jahre alt und ich studiere heute noch nebenbei und versuche einfach, einen Beruf auch noch zu lernen. Und wenn es glauben würde, dann wäre es schön und wenn nicht, dann... Was studieren Sie denn? Verfahrenstechnik. Ist es denn wirklich so, dass Sie richtig studieren oder sind Sie wie der Markus Lotter eher eingeschrieben und spielen eigentlich hauptsächlich Fußball? Wie ist das? Also einfach ist es nicht oft zum Verbinden Fußball und Studium, aber ich probiere es so gut wie möglich und es dauert vielleicht ein bisschen länger, aber ich hoffe, das klappt. Mhm. Wenn man euren Tabellenplatz anschaut und auch DFB-Pokal, wo ihr ja super abgeschnitten habt, ist es für viele überraschend. Ich glaube, für euren Trainer selbst auch, der war kürzlich mal bei mir hier im Studio und der hat gesagt, wir brauchen eigentlich ein Jahr, bis die Mannschaft eingespielt ist. Jetzt läuft das so toll bei euch. Könnt ihr euch das selbst eigentlich erklären? Puh, das ist einmal so, erstens einmal mit dem 7 Kräuter, 7 Fürther und 7 Neue. Und von Kräuter und Fürther haben sie eigentlich sowieso schon gekannt. Und die Neuen, die haben überwiegend aus Augsburg gekommen, die hat man also auch mehr oder weniger schon gekannt. Und da hat die Harmonie eigentlich schon passt. Und von dem aus, dass das so gut läuft, ist vielleicht nicht so unerwartet, wie es vielleicht scheint. Aber jetzt sind wir Erster und ich hoffe, wir bleiben nur länger davon. Ich wollte gerade sagen, jetzt seid ihr Erster, habt zweimal den Club geschlagen. Seid ihr jetzt Aufstiegsfavorit? Aufstiegsfavorit, ne, ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, jetzt sind 9 Spiele. Die ersten zwei steigen ja auf und wir hoffen, dass wir am Schluss dabei sind. Kommen wir nochmal auf den DFB-Pokal zu sprechen. Ihr seid ja auch im Frankenstadion. Ausgelost wurde der Karlsruher SC. Ich glaube, das Los ist okay, oder? Für euch? Ja, das Los ist okay. Ich bin jetzt zum dritten Mal hintereinander in der dritten Hauptrunde. Wird es Zeit, dass wir in die vierten Gruppe kommen? Ja, ich hoffe es. Und jetzt spielen wir da am 22. Oktober, glaube ich, gegen Karlsruhe. Und ich hoffe, da glaubt es endlich. Sagen Sie mal kurz noch für Plattling, wen haben Sie da geschlagen in den ersten zwei Runden DFB-Hauptpokal? Mainz war das und so viele weiß Regensburg. Und dann gehörten Sie zur legendären Mannschaft des TSV Vestenbergs-Greuth, bitte selbst sagen, Alexander Ziegler ist nicht mehr hier. Ja, wir haben 1:0 gegen Bayern München gewonnen. Also ich glaube, das ist ein Applaus wert, auch wenn hier Bayern-Fans sind. Da bedanke ich mich gleich. Jochen, ich glaube, alle Bundesligisten sind gewarnt, auch der Winnie Schäfer. Ich weiß, dass er uns häufig zuschaut bei Blickpunkt Sport. Wird von der Stärke wissen, wird über die Stärke Bescheid wissen, der Spielvereinigung Greuther Fürth. Ich drücke euch beide Daumen, dass er vielleicht endlich mal die vierte Runde erreicht. Dankeschön, dass ihr da wart. Danke. Dass du da warst. Danke. Danke. Wir sind mit unserer Sendung fast am Ende, liebe Zuschauer. Morgen bereits geht sportlich haben und die Spielvereinigung könnte heute zum großen Gewinner dieses Wochenendes werden, da der 1. FC Nürnberg gestern gegen die Bayern Amateure nicht über ein Unentschieden hinausgekommen ist, haben die Greuther Fürther heute die Chance, in der Tabelle auf 4 Punkte davonzuziehen. Voraussetzung allerdings ist heute ein Sieg gegen Borussia Fulda und auf wen es heute ganz besonders ankommt, das sagt Ihnen nun Bernd Schmelzer. Das sind die zwei. Rechts Frank Türr, 10 Treffer bereits in dieser Saison. Links Olivier Japan, 9 Tore. Es deutete sich also ein torreiches Spiel hier an. Heimdebüt für Rainer Zietsch, mit Probst zusammen beim Club ja schon in der Abwehr gespielt. Kindertag
im Ronhof. 1500 vierter Grund- und Hauptschüler heute im Stadion. 4500 insgesamt, also prächtige Kulisse. Erster Eckball Motzke und Rainer Zietsch. Cesar Thier, der 29-jährige Brasilianer, Sonny Boy, in Reihen von Martin Hohmann, der eine etwas defensivere Aufstellung gewählt hatte. Vladung raus, Djapa, einzige Spitze. Dann Lotta. Gut gespielt, Tür, wieder Tür und Führungstreffer nach 3 Minuten. Ein fantastischer Auftakt. 11. Tor im 11. Spiel. Weigel mit Übersicht. Tür nicht gedeckt von Freier, der hier noch versucht zu retten, was zu retten ist. Aber das zeichnet diesen Torjäger Frank Tür aus. Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. So hatten sie sich das vorgestellt. Eine frühe Führung und dann das Spiel wie immer zu Hause machen. Lotta, viel lief über diese starke rechte Seite mit Weigel. Fantastischer Trick von ihm. Weigel und fast ein Eigentor von Meinhardt. Also da war ganz schön Verwirrung in der Abwehr von Borussia Fulda. Armin Fee und Rainer Geier. Das Erfolgsgespann hier im Ronhof sahen dann nach 12 Minuten einen Freistoß aus etwa 35 Metern. Und Achtung! Ein guten Morgen, Hallo-Wachschuss von Bardo Hirsch, 34 Jahre alt. Und was war das für ein Tor gewesen? Sein erstes in dieser Saison. Menger reagiert überhaupt nicht. Ein unglaublicher Treffer. 1:1. Und wieder Motzke. Standardsituationen, extrem gefährlich. Tür. Lotta versucht es noch einmal. Viel lief über die Eckbälle. Und Tür wieder nicht eng genug bewacht von Freier. Löste sich ein ums andere Mal. Prima, quicklebendig Frank Tür. Die zweite Spitze, Bernd Müller. Mit Lotta. Tür, Lotta. Also das sah toll aus. Herrlicher Kombinationsfußball im Ronhof. Nächster Versuch. Wieder Zietsch. Sie suchten ihn bei allen Eckbällen, Rainer Zietsch. Martin Hohmann hatte davor gewarnt. Hatte gesagt, ihr müsst bei Standardsituationen auf diesen kopfballstarken Libero. Der Spielvereinigung. Wieder weit. Toller Trick von ihm. Das war schon aller Ehren wert, was er mit dem leicht angeschlagenen Libero Möller hier machte. Jochen Weigel, 1:1 zur Pause und alle hatten ihre Freude daran. Der Erlebnispark Ronhof, zweite Halbzeit. Motzke. Wieder Tür. Teilweise ein Rätsel, warum ihm Freier so viele Freiräume ließ. Teilweise 3-4 Meter weg vom Mann. Also da muss er ihn normalerweise enger nehmen. Frank Tür. Dann diese Aktion. Meinhardt gegen Müller. Der Hesse war bereits verwarnt gewesen. Schiedsrichter Harry Ehing gab gelb-rot. Hart. Fulda fortan mit 10 Mann. Noch mehr auf Konter setzen. Djapa. Prima bewacht von Probst. Ein einziges Mal löst er sich hier von Zietsch. Ansonsten der Torjäger ohne Möglichkeit quasi zugedeckt. Wieder Motzke. Und wieder Zietsch. Fanden kein Mittel gegen die Standardsituationen. Dann Wechsel. Happ und Vladung kamen für Kress und Martinez. Zwei frische Kräfte. In Unterzahl, der besonders wichtig. Aber die Konter waren brandgefährlich. Vladung.
Gut gerettet von Prost. Dann Wechsel bei der Spielvereinigung. Stein kam für Spordone. Armin Fee wollte was für die Offensive tun. Und Stein fügte sich prima ein. Radocki und Tür. Vierte, fünfte Möglichkeit für den Top-Torjäger der Regionalliga Süd. Dann Weigel. Immer mehr über die Mitte kommen jetzt Jochen Weigel, Tür und Müller. Und Achtung! Thier gegen Weigel. Wurde fast zu selbigem. Cäsar Thier. Schauen Sie noch einmal ganz genau hin. Die prima Flanke. Müller zunächst an dem Pfosten. Und dann stürzen sie alle übereinander. Elfmeter, ich meine, richtige Entscheidung. Richter. Und Thier macht alles wieder gut. Riesenmöglichkeit für die Spielvereinigung vertan. Aber es war unglaublich abgeklärt, was sie hier boten. Stein, Müller, schauen Sie mal, wie er sich löst. Ja, Bernd Müller nach 76 Minuten. Führungstreffer erneut für die Spielvereinigung Greuther Fürth. Nur 60 Sekunden nach dem verschossenen Elfmeter. Löste sich prima von King. Und dann dieses überlegte, abgeklärte Tor. Sein drittes in dieser Saison, Bernd Müller. Das war schon unglaublich clever und routiniert, wie sie hier spielt. Noch einmal Müller. Und wieder toll gespielt. Thier mit Glück im Nachlass. Dann noch einmal Hirsch und King. Kurz vor dem Ende. Hatte wohl selbst nicht damit gerechnet, hier den Ausgleich noch einmal erzielen zu können. Hitzige Schlussphase. Hirsch gegen Stein. Sie rempeln sich. Martin Hohmann kommt dazu. War eigentlich gar nicht nötig. Armin Fee auch. Große Aufregung. War aber später alles halb so wild. Die Spielvereinigung nach dem Sieg. Der große Sieger des Wochenendes. Na gut, auf der Außenlinie ist der Bardo hier ist eindeutig getreten worden. Das ist also ein klares Revanche-Foul für mich gewesen. Ich bin lediglich hingegangen, habe dem Spieler gesagt, er soll mit dem Blödsinn aufhören. Und dann greift plötzlich der Trainer Fee ein und schubst mich da weg. Und ich muss auf die Tribüne. Na ja, gut. Abgehakt, erledigt. Ja gut, es kann ja nicht angehen, dass der Trainer meinen Spieler tätlich angreift. Also hätte er bei mir den Spaß auf, dann muss ich meine Spieler schützen. Das hat mir natürlich nicht gefallen, das ist klar. Ansonsten kann man sagen, ein harter, ein Arbeitssieg, aber ein wichtiger Sieg. Also von Arbeitssieg möchte ich nicht sprechen. Wir haben vor allen Dingen in der ersten Halbzeit hervorragend Fußball gespielt, haben uns so zahlreiche Chancen herausgespielt und müssen eigentlich wesentlich höher führen in der Halbzeit. Auch in der zweiten Halbzeit haben wir die Torchancen gehabt. Und haben absolut verdient gewonnen. Es war ein ganz schweres Spiel. Wir haben gegen eine sehr disziplinierte Mannschaft gespielt, die gut hinten drin gestanden war. Wir haben riesen Chancen gehabt, aber es hat ewig lang gedauert, bis wir es da gemacht haben. Ja, trotz der Unruhe am Ende, die Spielvereinigung Greuther Fürth hat sich etwas absetzen können in der Tabelle, jetzt mit 4 Punkten vor dem 1. FC Nürnberg. Und wir schauen uns die weiteren Ergebnisse dieses Spieltages an. Ludwigsburg gegen Augsburg 3:1, Neukirchen gegen Quelle Fürth 0:0, Ulm gegen den VfR Mannheim 4:3. Bereits gestern, wie erwähnt, FC Bayern Amateure gegen den 1. FC Nürnberg 2:2, Weiß-Main gegen Egelsbach 4:3 und Darmstadt gegen Burghausen 2:3. Kassel gegen Reutlingen erst morgen und die Partie Amateure des Karlsruher SC. Am Samstag war im Fürther Ronhof Familientag angesagt. Rund 1500 Freikarten hatte Helmut Hack, der Präsident der Spielvereinigung Greuther Fürth, für die Partie gegen Fulda an Fürther Schulen herausgegeben. Und der Erfolg gab dem findigen Präsidenten mal wieder recht. Rund 5500 Zuschauer kamen in den Ronhof. Eine stolze Zahl. Und die wollten natürlich ihre Farben gewinnen sehen. Das Spiel gegen Fulda, auch ein Duell der Torjäger. Frank Thür mit 10 Toren Spitze, dicht gefolgt von Oliver Czapa mit 9 Treffern. Im Spiel gegen Borussia Fulda, als Aufsteiger immerhin auf Rang 6 positioniert, erwischten die Gastgeber einen Auftakt nach Maß. Greuther Fürth, ganz entgegen sonstiger Gewohnheiten, gleich zu Beginn hellwach. Lotter treibt das Spiel an, verliert den Ball, aber Jochen Weigel setzt nach. Das Leder kommt erneut zu Weigel, der behält die Übersicht. Dritte Minute, Frank Thür besorgt die 1:0-Führung.
Bereits der 11. Treffer für den Goalgetter der Regionalliga. Verständlich der Jubel im Anhang der Spielvereinigung. Freuen durfte sich auch Rainer Zietsch. Der Neue im Dress der Grün-Schwarzen konnte mit seinem Einstand im Ronhof durchaus zufrieden sein. Ob diesem Soundgast das Debüt von Zietsch gefallen hat, bleibt aber dahingestellt. Clubpräsident Roth hoffte wohl auf einen Fürther Ausrutscher. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Fulda aber nicht einmal aufs Fürther Tor geschossen. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel, der Ausgleich zum 1:1. Gut, wir machen das immer so, dass wir aus weiten Distanzen keine Mauer stellen, weil ich dann den Ball besser sehen kann. Gerade wo der schießt, läuft einer in meine Sichtbahn rein. Habe ich den Ball zu spät gesehen und natürlich auch dann oben eingeschlagen, aber Teilschuld ist schon dabei bei mir. Den Ausgleichstreffer nahm der Keeper also auf seine Kappe. Seine Mannschaftskollegen kämpften und spielten nun auch für ihren Torwart. Angetrieben von einem Markus Lotter, der wieder an bessere Spiele anknüpfte, kamen die Gastgeber zu etlichen Torchancen. Hier verfehlt Jochen Weigel das Ziel nur knapp. Gästetrainer Hohmann beim Versuch seiner Truppe wieder etwas Leben einzuhauchen. Gegen die stark aufspielenden Gastgeber fand Fulda in den ersten 45 Minuten aber nie ein Patentrezept. Chance auf Chance für die Spielvereinigung. Markus Lotter nur hauchdünn vorbei. Armin Fee wird's gefreut haben. Schließlich zählt Psychologiestudent Lotter zu seinen Lieblingsschülern. 1:1 zur Pause, eine spannende zweite Hälfte war vorprogrammiert. In Minute 57 dann eine vielleicht entscheidende Situation. Meinhardt tritt seinen Gegenspieler Müller in die Beine. Logische Konsequenz, gelb-rot für Meinhardt. Kräuter Fürth nach der Hinausstellung wie aufgedreht. Antreiber Jochen Weigel spielt den Ball zu Frank Thür, der flankt herein und nach dem eingesprungenen Müller ist es wieder Jochen Weigel, der unsanft zu Fall gebracht wird. Oder etwa nicht? Das war kein Elfmeter. Ich bin zum Ball, habe auf den Ball gekämpft und der Gegner auch. Und das war ein 5 Meter Raum und das war ganz deutlich ein Foul ins Torwart. Das war nicht umgedreht, es war... Der Ball muss bei mir sein, 5 Meter Foul und nach vorne. Das war überhaupt keine 11 Meter. Und das war die Leistung von Schiedsrichter heute, war Katastrophe. Katastrophal für den Fürther Anhang, dann der 11 Meter. Thomas Richter tritt an, doch Tier im Tor der Borussen hält. Wer aber nun geglaubt hatte, die Fürther würden sich mit einem Remis zufrieden geben, sah sich getäuscht. Direkt nach dem vergebenen Elfmeter. Der eingewechselte Stein sieht Bernd Müller und dem 33-jährigen Routinier gelingt die Entscheidung zum 2:1. Alles Müller oder was? Ja, ich glaube, das war aufgrund der vielen Chancen, die wir uns erarbeitet haben, war das verdient. Es hat zwar lange gedauert, bis es gefallen ist, aber zum Glück ist noch kommen. Das war ein ganz wichtiger Sieg für uns. Wir wussten, dass Fulda sehr gute Truppe hat. Aber wir wollten auch dem Publikum heute was zeigen, weil heute war Jugendtag im Ronhof. Und wir wollten schon gewinnen. Das war schon wichtig. Und weil auch gestern der Club einen Unentschieden gespielt hat, nicht verloren hat. Unentschieden. Habe ich schon was Falsches gesagt. Nee, und darum jetzt sind wir 4 Punkte vorweg. Und es sieht ganz gut aus. Nicht so gut vertrugen sich Armin Fee und St. Pondot aus Fulda. Gemeint ist die 86. Minute. Roland Stein kommt an der Außenlinie zu Fall. Da mischt sich Fuldas Trainer ein. Das brachte dann wiederum Armin Fee auf die Palme, sodass er Hohmann am liebsten gleich an den Kragen gegangen wäre. Schiedsrichter Harry Ehing aus Ehingen behielt aber die Ruhe und schickte Hohmann auf die Tribüne. Am Ende gewannen die Fürther mit 2:1. Ende gut, alles gut. Ich meine, wenn man genau hingeschaut hat, haben wir gesehen, dass er einen Spieler von mir täglich angegriffen hat. Das kann nicht sein. Also das gibt es natürlich bei mir nicht. So, und ich begrüße jetzt ganz herzlich bei uns im Studio den Neuzugang der Spielvereinigung Greuther Fürth, Rainer Zietsch. Rainer, hallo. Rainer, bevor wir weiterreden, schauen wir uns mal für Sie zu Hause die Ergebnisse aller fränkischen Vertreter in der Fußball-Regionalliga an. Spielvereinigung Greuther Fürth, Borussia Fulda 2:1. FC Bayern München Amateure gegen den 1. FC Nürnberg 2:2. Wie gesehen, der SC Weißmain hat gegen die SG Egelsbach zu Hause 4:3 gewonnen, hat also praktisch wieder 3 Punkte eingefahren. Und last but not least, SC Neukirchen gegen die SG Quelle Fürth, ein beachtliches 0:0 für den Aufsteiger. Jetzt werfen wir einen Blick auf die Tabelle. Und da sehen wir, dass der Vorsprung der Spielvereinigung Greuther Fürth gegenüber den 1. FC Nürnberg jetzt schon auf beachtliche 4 Punkte angewachsen ist mit 30 Zählern und dass man auf den 3. Platz schon 6 Zähler
Vorsprung hat. Der 1. FC Nürnberg folgt auf Platz 2, 4 Punkte weniger, 26 Zähler. Dann ebenfalls noch sehr beachtlich der SC Weißmain auf Platz 9 mit 17 Zählern. Und wenn wir jetzt noch auf die zweite Tabellenhälfte einen Blick werfen, sehen wir, dass die SG Quelle 40 immer noch im Guten bewegt, sage ich jetzt mal, und auf Platz 15 mit 10 Zählern sich immer noch, Gott sei Dank, jenseits der Abstiegsränge bewegt. Gut, Rainer, wir haben es gesehen, 2:1 Erfolg gegen Borussia Fulda. Du bist jetzt erst seit 2 Spielen dabei, nahtlos hast du dich eingefügt. Die Mannschaft hat 2-mal gewonnen, 1:3 in Mannheim jetzt und 2:1 am Wochenende. Besser kann es für einen Einstand nicht laufen. Ja, das ist ganz klar, wenn man neu in eine Mannschaft kommt, die vorher schon immer gewonnen hat, dann ist am Anfang schon ein bisschen komisch, man weiß nicht, wie die Mannschaft einen aufnimmt. Aber das hat alles problemlos geklappt. Im ersten Spiel haben wir dann auch gewonnen in Mannheim. Das war sehr wichtig. Und jetzt am Samstag, die Heimspiele müssen wir gewinnen, wenn wir oben dran bleiben wollen, dass die schwer werden, gerade gegen Fulda, das wussten wir vorher. Aber ich glaube, aufgrund des Spiels war es hochverdient, weil wir doch die klareren Chancen hatten. Nun spielst du Libero unter Armin Fee, hast ja auch beim Club immer Libero gespielt oder oft Libero. Wie hat man sich das vorzustellen, so nahtlos integriert mit der Innenverteidigung, mit dem Dieter Probst hast du beim 1. FC Nürnberg noch eine Weile zusammengespielt. Man muss sich doch erst auf die neuen Partner in der Abwehr einstellen, dass das so beachtlich klappt, ist doch erstaunlich. Ja, okay, das kommt mit Sicherheit damit zusammen, hängt damit zusammen, dass ich mit dem Dieter Probst schon zusammengespielt habe und auch die anderen Spieler. Ich habe ja dann von Dienstag an mittrainiert, habe dann samstags das erste Mal gespielt. Es lief noch nicht alles reibungslos, auch jetzt am Samstag nicht, das ist ganz klar. Aber für das, dass ich jetzt erst 2 Wochen mittrainiere, kann man doch schon sehr zufrieden sein und das ist mit Sicherheit auch noch steigerungsfähig. Es war ja der Überraschungscoup des vorangegangenen Spieltages, nicht des letzten. In einer Nacht- und Nebelaktion ist der Rainer Schietz zur Spielvereinigung Greuther Fürth. Wenn du nochmal den Werdegang des Wechsels kurz beschreiben möchtest, wann waren die Kontakte da? Ich meine, es ist heutzutage in der Medienlandschaft nicht ganz so einfach, sowas noch geheim halten zu können. Ja, also so Nachtnebelaktion war das gar nicht. Also ich war mal 4 Wochen in Argentinien, wie ich zurückgekommen bin, habe ich mich mit dem Herrn Fee und mit dem Herrn Hack getroffen. Und dann hat sich doch alles fast 3 Wochen hingezogen, bis der Wechsel zustande kam. Man hat sich erstmal halt versucht kennenzulernen, man hat sich versucht persönlich kennenzulernen, weil wir beide Seiten wussten, dass da eine gewisse Brisanz in dem Wechsel ist. Und dann sind wir eigentlich mal so dahin gekommen, dass wir gesagt haben, ich trainiere einfach mal mit, um zu sehen, wie fit ich eigentlich bin, ob es der Mannschaft was bringt, ob es mir was bringt, wie ich mich in der Mannschaft fühle. Und von daher hat sich schon ein bisschen hingezogen. Nur ab dem Zeitpunkt, wo ich dann mittrainiert habe, wusste es niemand, aber es wurde nicht absichtlich geheim gehalten. Es ist halt so, dass wir in Vessenbergskreuz trainieren, da bekommen es nicht so viele Leute mit, da sind kaum Zuschauer. Und von da ab habe ich dann ab dienstags mittrainiert und dann hat man nach 2 Tagen doch schon relativ schnell gesagt, okay, wir machen es, beide Seiten, das bringt was. Und dann hat man es gemacht und okay, dann hat man noch 2 Tage vom Spiel gesagt, wir müssen es geheim halten in Bezug auf Mannheim, dass die vielleicht überrascht sind. Das hat man dann auch gemacht, weil wie gesagt, in Kreuth hat niemand zugeschaut und von daher hat es gut geklappt. Aber ich persönlich war dann froh, wie es dann auch bekannt wurde und das dann alle wussten. Nachdem du wusstest, dass deine Zukunft nicht mehr beim 1. FC Nürnberg liegt, war zu hören, für dich gibt es sowieso noch 2 Alternativen, entweder in den USA, in der dortigen Profi-Major League Soccer zu spielen oder aber hier in der Region sesshaft zu werden, weil du jetzt ja auch, wie man alle wissen, ein Studium begonnen hast, Betriebswirtschaftslehre. Ja, das stimmt. Also ich meine, ich habe damals beim Club die letzten 8 Spiele konnte ich nicht mehr machen wegen einer Verletzung. Die Verletzung hat sich dann ziemlich lang hingezogen, fast 3 Monate. Und zu dem Zeitpunkt, nachdem ich dann schon 13 Jahre gespielt habe, habe ich mir schon mal Gedanken gemacht, was mache ich jetzt? Und nachdem ich jetzt 13 Jahre in Deutschland gespielt habe, war es für mich eigentlich zu dem Zeitpunkt so, dass ich gedacht habe, wenn jetzt, dann nochmal Ausland, Amerika, immer interessant. Durch einen Freund bin ich dann auch nach Argentinien gekommen, habe mich da mal ein bisschen umgeschaut. Das konnte man aber jetzt zu dem Zeitpunkt alles nicht realisieren, weil die Saison Amerika ist jetzt zu Ende. Argentinien hat gerade angefangen. Und von daher bin ich dann wieder zurückgeflogen und dann kam das Angebot aus Fürth. Und dann musste ich mir überlegen, wenn ich jetzt Fürth mache, ist klar, ist Ausland vorbei. Aber die Gespräche verliefen so gut mit dem Herrn Fee und mit dem Herrn Hack, dass ich von Anfang an ein gutes Gefühl hatte. Und die Mannschaft hat mich toll aufgenommen. Und dann war für mich eigentlich relativ schnell klar, komm, da kann man noch was bewegen, das macht Spaß da. Und von daher habe ich mich dann doch wieder für hier entschieden, weil ich, wie gesagt, auch jetzt ein Studium angefangen habe hier. Die Mannschaft hat dich toll aufgenommen. Das ist ein Punkt, wo ich nochmal einhaken muss. Und vielleicht in Anführungszeichen etwas boshaft fragen muss, die Spielvereinigung Greuther Fürth war intakt, war gut in Schuss. Ich meine, mit dir ist jetzt noch besser in Schuss, aber wie du kamst, waren da nicht irgendwelche Stimmen da, die sich vielleicht so im Dunkeln gedacht haben, was will jetzt der Rainer Zietsch bei uns?
dreimal abgestiegen in den letzten Jahren. Jetzt will er hier, sage ich mal, vielleicht ein bisschen boshaft den dicken Max markieren. Ja, okay, ich meine, es wär schlimm, wenn es vielleicht nicht so gewesen wäre. Das sind 22 Spieler, die haben Erfolg, es läuft gut. Und dann kommt einer dahin, der 13 Jahre Profi war. Aber ich meine, die Mannschaft, ich habe von Anfang an versucht, der Mannschaft das Gefühl zu geben, dass da einer gekommen ist, der ihnen helfen will. Und die haben mich gut aufgenommen und von Anfang an gab es eigentlich keine Probleme. Und ich glaube, dass die Mannschaft jetzt schon 14 Tage gemerkt hat, dass ich nicht einer bin, der den Max machen will, sondern ganz einfach helfen will, aufzusteigen. Und von daher gab es keine Probleme. Der Einstand spricht für dich ganz klar. Jetzt, wie verbindest du denn das Studium mit dem Training? Ich glaube, das geht bei der Spielvereinigung Greuther Fürth etwas besser, wie es beim Club gehen würde. Denn ich glaube, es ist immer Mittagstraining angesetzt. Allerdings, wie man weiß, ist die Spielvereinigung Greuther Fürth auf dem Weg zur Professionalität und die zweite Liga ist ganz klar das Ziel. Wie wird es weiter verlaufen? Ja, zweite Liga ist erst nächstes Jahr im August, dann, wenn es soweit kommen sollte. Und jetzt im Moment, dadurch, dass ich jetzt auch erstmal Studieneinsteiger bin, ist es im Moment ganz gut, dass ich morgens an die FH gehen kann, nachmittags das Training. Das lässt sich im Moment ganz gut verbinden, aber es ist schon im Wechsel. Bis jetzt habe ich, wie gesagt, 13 Jahre Fußball gespielt und ich muss mich da auch erst wieder dran gewöhnen. Und von daher ist eigentlich das im Moment ideal so. Dran gewöhnen muss man sich, glaube ich, jetzt überhaupt genau an den neuen Lebensrhythmus. Will ja auch nochmal einhaken, 13 Jahre nur Fußball gespielt, also jetzt hauptberuflich sagen, ganz klar. Jetzt studiert man, hat natürlich auch im gewissen Sinne mehr Zeit für sich selber. Meine, du nutzt es sinnvoll, du studierst. Wie geht man damit um? Ich muss sagen, als Profi hatte ich mehr Zeit wie im Moment. Weil ich ja als Profi, da hast du mal morgens kein Training, hat man mal nachmittags kein Training. Und im Moment ist eigentlich die ganze Woche morgens immer FH und fast jeden Nachmittag Training. Und als Moment habe ich eigentlich mehr Probleme, die Zeit einzuteilen oder über die Runde zu kommen als vorher. Okay, jetzt läuft es bei der Spielvereinigung Greuther Fürth in der Liga hervorragend. Jetzt spricht natürlich jeder von dem Spiel übermorgen gegen den KSC. Das Achtelfinale im DFB-Pokal steht da auf dem Programm. Ihr habt einen überragenden Lauf. Könnt ihr vielleicht den mit in den Pokal retten? Ich hoffe doch. Ich meine, das ist natürlich ein Spiel, für jede kleinere Mannschaft ist das ideal. Man kann nur gewinnen in so einem Spiel. Und ich glaube, das wird ein sehr interessantes Fußballspiel. Und ich hoffe auch, dass sehr viele Zuschauer kommen, weil ich meine, es ist ja egal, ob man jetzt ein Club-Fan ist oder Förder-Fan ist, weil so ein Fußballspiel kommt jetzt nicht oft vor in der Region. Und ich persönlich würde sicher auch hingehen, wenn der Club spielen würde. Also von daher hoffe ich doch, dass sehr viele Zuschauer kommen werden. Und wir sind im Moment gut drauf. Wir haben dem Spiel gar nichts zu verlieren. Und von daher ist mit Sicherheit eine Überraschung drin. Gut, Rainer, dann bedanke ich mich für den Besuch. Wünsche und hoffe, dass es alles gut geht, vor allem im Pokal auch, dass er für die nächste Überraschung sorgt. Kollege Schäfer sagte dazu nur, er wolle hier unbedingt gewinnen und das gehe mit Dandy eben besser. Beispiele, erste Minute, der KSC in farbenfrohen Trikots mit fröhlichen Kombinationen, der Regionalligist noch mit Sortierarbeiten beschäftigt. Wo sind Karlsruhe Spitzen? Hässler, Dandy, Reich, 94 Sekunden gespielt, das Tor durch den Spieler, der bei diesen Situationen immer aufrückt. Burkhard Reich. Entscheidend war, dass Mandecker Dieter Probst gegen Dandy zu spät kam. Dann stand Reich frei. Ein Tor wie ein Schock für den Tabellenführer der Regionalliga Süd. Und gleich darauf das 2:0 in der 14. Minute. Wieder so eine Situation. Und jetzt war es sein Tor. Sean Dandy. Und wieder ein Fehler, wie deutlich zu sehen ist, seines Gegenspielers Dieter Probst. 0:2 nach 14 Minuten. So schnell und so hoch hatte der Regionalligist in dieser Saison noch nicht zurückgelegen. Tarnath. Die Bundesligisten jetzt mit leichtem Spiel. Hässler und Andreas Menger, der Torwart von Greuther Fürth. Die Zuschauer trotz dieses frühen Rückstands nicht unzufrieden, denn Greuther Fürth hatte trotz des 0:2 etwas zuzulegen. Zietsch. Weigel. Wieder Zietsch. Und jetzt auch Glück für den KSC. Und gleich darauf der nächste Angriff des Tabellenführers der Regionalliga. Stein. Und ein Fehler von Reitmeier, der schnell hätte ins Auge gehen können. Der KSC jetzt fast vollständig am eigenen Strafraum versammelt. Und immer wieder diese Chancen. Armin Fee sah natürlich, da war was drin zu diesem Zeitpunkt, Mitte der ersten Halbzeit. Richter. Halbzeit, 2 Tore, der Mond in 110-facher Vergrößerung und eine Frage zum Spiel. Was müsst ihr jetzt ändern und was werdet ihr ändern?
Ja gut, war tödlich natürlich für uns in der ersten Viertelstunde zwei Standardsituationen, die Tore bekommen. Wir versuchen es, wir sind dran, wir haben Torchancen, allerdings haben wir keins gemacht. Ich glaube, wenn wir eins machen, wird es nochmal ganz eng. Und so begann Greuther Fürth dann auch diese zweite Halbzeit. Ecke Motzke, abgefälscht und Klaus Reitmeier. Die nächste Ecke, Lotter. Die beste Chance bis dahin und spätestens jetzt hätten sie ein Tor verdient gehabt. Der KSC jetzt mit einem Gang zurück, tat nicht mehr als nötig, aber dann Wück für Metz im Spiel, Kirjakov und Menger, der musste geahnt haben, wohin Kirjakov schießen würde. Tolle Szene. Das ist der Torwart, an dem ja der erste FC Köln übrigens Interesse hatte, die Ecke von Hessler, Fink und wieder Menger im Tor. Ohne ihn hätte der KSC jetzt schon 4, vielleicht 5:0 führen können. Und es war trotz des 2:0 kein langweiliges Spiel. Wück. Und dank der Unglücksrabe des heutigen Abends, Dieter Probst, der Bewacher von Jean Dandy, jetzt sogar mit einem Eigentor. Dennoch, Dandy wäre da gewesen, so stand es 3:0 und auch das nicht unverdient für den KSC. Imponierend allerdings, dass Greuther Fürth nicht aufsteckte. Lotter, Weigel, Stein, die beste Chance durch den Mann, der schon Bayern München vor 2 Jahren aus dem Wettbewerb geschossen hatte. Dann, Mitte der zweiten Halbzeit, ging Dandy leicht verletzt und, hören Sie mal, super gemacht, sagt Winnie Schäfer und bedankte sich bei seinem Torjäger, dass der trotzdem zur Verfügung gestanden hatte. Hessler, Kirjakov und dessen privater, ganz persönlicher Gegenspieler hieß heute Abend Andreas Menger. Und diese Fans von Greuther Fürth, die waren unschlagbar. 0:3 stand da auf der Tafel. Und diese Stimmung, das wäre auch was für die zweite Bundesliga. Nur noch Sekunden zu spielen. Weigel, wie so oft, alleine durch. Und dann diese Aktion von Klaus Reitmeier, die wir uns noch einmal anschauen müssen. Denn Schiedsrichter Pohlmann entschied in dieser Situation auf 11 Meter. Reitmeier war zum Ball gegangen, hatte ihn auch erwischt. Ich meine, schmeichelhafte Entscheidung. Alexander Dürr, das 1:3 aus Sicht von Greuther Fürth. Aus dem 3:0 immerhin ein 3:1 gemacht. Trotzdem der KSC immer dann stark, wenn es drauf ankam. Auch ein Erfolg des Trainers in der Sache mit Jean Dandy. Wann war denn klar, dass Sie spielen können heute? Heute um 12 habe ich mit dem Trainer geredet, mit Doc. Und dann habe ich gesagt, wenn ich auf die Bank sitze und reinkomme, was passiert, ist es schlimmer. So, wir haben gedacht, oh, lass mich von Anfang spielen, wie gegen Werder. Spiel, bis es nicht mehr geht. Und dann, ja, ich habe eigentlich keine Probleme gehabt. Das war eine andere Verletzung jetzt, was ich ins Spiel bekommen habe. Da musste ich eigentlich raus. Ist nicht Ihr Abend heute gewesen, ne? Schmerzt das ein bisschen? Ach nee, das möchte ich heute nicht einmal so sagen. Es ist zwar ärgerlich, die zwei Situationen gleich am Anfang, aber ging dann schon dann die, ein Kopfball zu verlieren. Das gibt es auch in der Bundesliga und nicht bloß in der Regionalliga. Aber das ist natürlich schon ärgerlich, ist klar. Gutes Eigentor, da grätsche ich den Ball ins eigene Tor, aber im Endeffekt, wenn ich ihn durchlasse, ist der andere hinten dran, aber da habe ich keine Chance. Rom und Greuther Fürth, das sind die Erfolgsstationen des KSC. Könnte gut sein, dass Berlin bald wieder dazukommen wird. Bei mir die beiden Trainer, Armin Fee und Winfried Schäfer, durchgefroren, aber erleichtert, gell? Ja klar, wenn man eine Runde weiterkommt und gegen eine Mannschaft, die eigentlich Pokalcheck ist, ist es was Besonderes. Wir freuen uns und hoffen gleich auf eine gute Auslosung. Waren Sie denn mit der Leistung Ihrer Mannschaft zufrieden? Sehr zufrieden. Sie hat das frühe Tor gemacht, was wir wollten, nachgesetzt. Hat nur kurz mal so einen kleinen Hänger gehabt, als der Lattenschuss kam. Aber das 3:0 war erleichternd. Aber Tor hätte noch gefehlt. 4:5:0 hätte man machen müssen, damit wir ganz ruhig bleiben. Ist der Elfmeter noch gekommen. Sie hatten mir vor dem Spiel gesagt, wir müssen mit vollem Ernst da hineingehen. Habt ihr auch gemacht? Ohne hat man heute keine Chance mehr. Die Jungs, sie haben gut gespielt von Greuther Fürth. Eine Mannschaft, die unter Profibedingungen trainiert und auch wahrscheinlich aufsteigen wird. Und heute können sie alle 9 Stunden rennen. Das ist heute nicht mehr so wie früher. Armin Fee ist seit jetzt gut 3 Monaten bei Greuther Fürth. Was sagt er zum Spiel? Die Mannschaft hat sich wacker geschlagen, fand ich. Spielerisch in der Anlage gar nicht so übel, aber die Tore haben gefehlt. Ja, es war natürlich tödlich für uns, nach 15 Minuten zu 2 Standardsituationen 2 Tore zu bekommen. Wir sind danach angerannt, haben versucht, Tor zu machen, haben auch relativ viele Chancen gehabt, vor allen Dingen nach der Halbzeit, haben das Tor nicht gemacht, dann hat Karlsruhe das 3:0 gemacht, war natürlich das Ende dann für uns. Was hatten Sie Ihrer Mannschaft denn mit auf den Weg gegeben? Ich meine, der KSC ist nicht irgendwer.
Es ist so, dass der Unterschied, wie ich jetzt gerade angesprochen habe, nicht mehr so groß ist. Wir trainieren zwar nicht unter Vollprofibedingungen, aber unter halbprofessionellen. Wir sind physisch sehr stark, wir haben auch technisch ganz gute Mannschaft, also wir können schon mithalten. Wenn wir einen guten Tag haben, dann können wir jeden Bundesligisten schlagen. Allerdings haben wir dann gesehen, wenn sie wirklich konzentriert zu Werke gehen, wenn sie schnelle Tore machen, ist der Kreis sehr, sehr starke Mannschaft. Sie haben ein Drittel Westenbergs Greuther, ein Drittel Fürther und ein Drittel aus anderen Vereinen, die also nicht direkt aus der Region stammen. Wie schaffen Sie es, die alle unter einen Hut zu kriegen? Ja, das ist eigentlich die Schwierigkeit. Normalerweise braucht man schon ein Jahr dafür, dass die Mannschaft homogen wird, dass sie eingespielt ist. Aber die Charaktere passen der Mannschaft und von daher war es nicht so schwer. Tabellenführer in der Regionalliga Süd, das lässt sich gut an. Ihr wollt aufsteigen, ist klar. Ja, darum sehe ich das, den Pokal aus auch mit einem lachenden Auge, weil jetzt können wir uns endlich auf die Meisterschaft konzentrieren. Das ist unser großes Ziel, der Aufstieg in die zweite Liga. Und ich bin schon optimistisch, dass wir das auch erreichen können. Und Winfried Schäfer freut sich schon auf das Rückspiel Europapokal? Ja, erst Hamburg noch und dann nach Rom. Und das wird eine tolle Angelegenheit. Bestimmt 80.000 Zuschauer, die noch hoffen. Und ich hoffe, dass wir weiterkommen. Es wird unheimlich schwer. 3:0 hört sich gut an, kann aber noch daneben gehen, nicht? Ja, es ist eine sehr starke Mannschaft. Sie spielt am Samstag gegen Turin. Ich kann leider nicht mehr sehen. Hat jetzt verloren beim Tabellenletzten, glaube ich. Aber die Mannschaft weiß, sie will was gut machen. Sie haben sehr gute Leute. Wir müssen Ruhe bewahren und vor allem keine Angst haben. Lass uns doch noch eine Szene anschauen. 3:1 also für den KSC. Das war dann doch relativ glatt. Aber am Schluss gab es noch einen Elfmeter für Greuther Fürth. Man konnte das eigentlich am Bildschirm gar nicht so genau verfolgen. Wie haben Sie beide das gesehen? Fangen wir mal mit Winfried Schäfer an. Ja, von uns kann man das gar nicht sehen. Aber ich habe jetzt gesehen, der Ball ist hochgesprungen. Also hat der Klaus den Ball berührt. Der hat den Ball berührt, aber kein Vorwart, ein Schiedsrichter, ist so schwer heute. Armin Fee? Ich meine, die Situation kann man jetzt natürlich auch locker kommentieren, das war das in der 90. Minute 3:1. Ich kann es hier auch nicht genau sehen, ob es ein Foul war oder nicht, aber es war ja auch nicht entscheidend. Die Vollendung schauen wir uns dann auch noch an, damit wir noch einen schönen fußballerischen Abschluss finden. Es ist klar, dass der Klaus mit am Ball war, aber ist halb so schlimm. Schlimmer war, dass wir nicht die Tore gemacht haben, die Chancen immer noch hatten. Wir auch, wir ebenfalls. Also, 3:1. Zufriedenheit in Karlsruhe, nicht ganz so unzufrieden in Greuther Fürth. Ich wünsche Ihnen beiden alles Gute. Jetzt schauen wir nach Stuttgart, der VfB gegen den FSV Zwickau. VfB einer der Meisterschaftsfavoriten, Tabellenerster der ersten Liga, die anderen 16. in der zweiten. Was soll da groß sein, sagt man sich. Aber der FSV Zwickau hat immerhin den ersten FC Köln daheim aus der Partie.